Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier am Arsch. Wir werden heute mal beginnen mit Tiere füttern. Das heißt, wir werden mal gleich mal losfahren zum Haupthof und werden dort die Kühe versorgen. Und im weiteren Anschluss geht es bei der Schwein weiter. Das heißt, erstmal Mischfutter. Werden wir mal holen. Den Rest Stroh werden wir gleich da reingeben. Nachdem wir das Mischfutter erledigt haben, bekommen sie alle Stroh und die Schweine entsprechend Schweinefutter. Dann wollen wir Gas geben. Hier soll ein neuer Stall hin. Wahrscheinlich Kühe für Mastrinde, aber erstmal noch nicht. Müssen wir mal sehen, dass wir erstmal hier oder hier für die Mastbullen hier, die wir haben, ne? Bisschen sortieren. Mal sehen. Ob wir dafür die Zeit heute sicherlich nicht, aber im Laufe der Woche. Stimmt. So, Stroh mal hier rein. Wenn es reinpasst, ne? Ansonsten werden wir hier gleich ein Lager einfahren. Gut, hat gepasst. Jetzt kippen wir das Hummusbefutter raus. Und die werden dann die Tiere füttern. Und zwar fleißig. Ja, keine Silage, sondern Mischration. Ja, das ist die erste Folge heute. Eine neue Aufnahmesession. Ich wünsche allen einen schönen Montag. Ne, ich habe auch einen schönen Montag. Frei. Ich hoffe, ihr auch. Und vielleicht bekommt ihr auch mal frei. Oder hat schon gehabt. Ja, ich werde heute erstmal ein paar Folgen aufnehmen. Dann werde ich im Laufe der Woche noch ein paar Folgen aufnehmen für Urlaubsvorbereitung. Dass man eine Woche oder ein Wochenende nicht da sein werde. Vielleicht sogar zwei. Mal sehen. Aber die Folgen sollen trotzdem kommen. So, wenn wir Innensicht machen. Ein bisschen mehr sehen. Ja, wir haben Winter noch hier in ich wollte sagen Thüringen. Winter hier auf dem Marsch. Ich werde mal sehen, dass wir im Laufe der Woche von globalen Markt das ganze Weizen kaufen und dann das zumindest in unser Lager reinfahren. Dazu werde ich auch einen Kurs fahren mit Autodrive zu unserem Lager, dass das immer sicher ist. Da können wir mit einem kleinen Anhänger fahren. Ja, Gedanke war schon woanders. Ich brauche noch eine Ladung. Hier liegt ein bisschen Schweinefutter. Da wird man erholen nachher mit einem kleinen Radlader. Und dann sind wir weiter. Aber das soll auf jeden Fall das Futter raus aus dem globalen Markt und in unser Lager eingebracht werden. Das soll noch gemacht werden. Aber erst füttern wir die Tiere, die Kühe und die Schweine. Was an, was sie kriegt. Und Futter ist jetzt dran. Kühe sind ein bisschen verfressen, die sind den Hunger im Winter besonders, ne? Brauchen wir mehr Energie. Ja, ich danke nochmal allen neuen Zuschauern fürs fleißige Reinschalten, auch an älteren Zuschauern. Freut mich über neue Abonnenten, dass ich nun ein bisschen Zuwachs gekriegt habe, ne? Ist schön. Freut mich. Auch da ein dickes Dank für das Vertrauen. Ja, Hauptaugenmerk ist bei mir aktuell LS. Wenn irgendwelche Wünsche bestehen, bin ich auch bereit, auf andere Sachen einzugehen. Wenn Bedarf besteht, ne? Also für null ist die Arbeit mir dann doch zu viel. Anführungszeichen. Das muss ich irgendwie dann, was das Hochladen auch rentieren, ne? Weil Hochladen an sich ist nicht das Problem. Muss ja alles irgendwie bearbeitet werden. Ne? Oh, hier sind voll. Dann fahren wir jetzt einen zweiten Stall. Und die Arbeit, das muss sich irgendwie auszahlen, tut sich ja finanziell überhaupt nicht. Also das ist nicht das Problem. Aber es soll zumindest gesehen, wenn das geguckt wird. Ne? Wenn zwei, drei Klicks sind, ist schon schön, dann lohnt sich das schon. Ne? Also für null ist das umsonst. Ne? Das bringt ja nichts. Ne? Wenn keiner Interesse hat,
kann man sich dann die Arbeit sparen und ohne Spiel, ohne Hochladen zu spielen. Ne? Kriege ich ganz gut hin. So, hier ist auch voll. Gut. Dann fahren wir den Rest ins Lager. Und dann holen wir Stroh aus dem Strohlager. Hier rechts. Ich habe auch Stroh von Thüringen auch mittlerweile hierher gefahren. Im globalen Markt. Ne? Das kann ich dann auch einlagern. Ob nur hier im Lager oder im Strohlager, das ist ja überhaupt. So, Kühe sind futtermäßig versorgt. Wasser haben sie gekriegt. Das hatte ich kurz vorher gemacht. Und Wasser aufdrehen ist ja kein Problem. Ne? So, jetzt holen wir uns Stroh. Aber aus dem Strohlager. Hier im Lager ist kein Stroh zur Zeit. Hier im Strohlager kann man im Grunde alles reingeben. Egal was, ob lose oder fest. Das ist egal. Ball nimmt er an, Rundball, Quaderball, das ist egal. Rauskommen einmal lose, so wie jetzt hier. Und wenn man möchte auch Rundball in ja, die normalen 1,30er. Ne? Ja, im Herbst kommt das neue DLC oder Add-on, wie man nennen will, mit Karte. Die Karte werde ich wahrscheinlich nicht spielen. Wahrscheinlich tendiere ich dazu, die Geräte mir zum eigen zu nehmen. Ne? Dass wir ein bisschen mit Pöttinger anfangen. Ne? Mit Mähwerke, mit Grastechnik und so. Dass wir da mal eine Abteilung machen. Auch Silageballen und so. Ne? Ich habe mir so vorgestellt, dass wir das machen. Hier so eine komplett umrüsten auf Pöttinger. Aber das muss immer kommen, das ganze DLC oder Dombies. Das dauert noch ein bisschen. Das kaufe ich ja meist über 7, werde ich auch tun diesmal, weil da ist man aktuell immer, ne? Und ich brauche das nicht überall. Ich kann es überall spielen und muss es nicht immer neu und das mit den Eingabe des Keys gibt es auch keine Probleme. Ich wollte noch mach mal Rest voll. Also wir fahren gleich rechts. Ja, hätten wir so mal fahren müssen, ne? Kippen mal den Rest hier rein, wenn es klappt. Ansonsten müssen wir gleich mal die Schweine versorgen. Oh, gut, dann fahren wir den Rest in Mischfahrzeug rein. Kein Problem. Und dann wollen wir Schweinefutter holen. Ich mache das anders. Ich werde jetzt mal Stroh nachholen, neu. Und gleich zu den Schweinen fahren. Die Schweine gleich Stroh geben, beide Stelle. Und dann werden wir sofort zurückfahren mit dem Rest und dann Schweinefutter holen. Dann können wir nämlich stehen lassen. Da ist einfach Heu. Bisschen weiter, ne? Und Start. Abkippen wollen wir nicht, aber es ist angezeigt. Ne? Man kann es abkippen hier. Ne? Ja, ich habe ein bisschen anders positioniert, weil ich jetzt, wenn ich gucke, gucke ich dann zum Spiel. Ne? Die Kamera kann ich leider nicht anders hinstellen. Dann wäre das meine Greenwand, das hinter mir ist, dann Richtung Tür und das würde ich dann am Rand nicht so gut verdeckt bekommen. Ne? Also wäre immer was ein Stückchen sichtbar von der Tür. Und zwar, wenn ich mal rausgehen will, ganz kurz, dann ist es günstiger. Es steht nicht an der Tür, ne? Deswegen ist von der Kameraposition her mäßig so am besten. Wo zurzeit Outdrive versteckt ist, müsste ich mal ganz kurz das ändern. Outdrive sollte ich schon sehen. Könnte aber auch im Spiel das Ganze höher schieben. Falls ich hier mal was machen sollte, dass ihr das auch sehen könnt. Denn das ist ja das Hauptziel, dass ihr alles das, was ich mache, auch entsprechend sehen könnt. Vielleicht braucht der eine oder andere mal einen kleinen Tipp und kann sich damit abgucken. Das kann ja sein. Ne? Ich mache kein Territorial.
weil ich mir nicht festnageln will. Oh, du hast ja mal gesagt, ne? Ne, so ist das nicht. Ist alles ohne Gewehr. Es klappt oder es klappt nicht. Wenn es bei mir klappt, kann man sicherlich davon ausgehen, dass es bei euch auch klappt. Ansonsten kurz nachfragen. Dann kann ich auf näher darauf eingehen. Im Nachhinein. So, das ist auch genug Stroh. Ja, ist man nicht so einfach. Aber das geht schon irgendwie. Ja, unser Weiz wächst, ist gut. Jetzt haben wir gleich mal, bevor wir wieder Futter holen und das vergessen, putzen. Das heißt, wie gesagt, Wasser haben sie schon gekriegt. Wenn wir gleich mal holen wir gleich einen Schwung, ne? Den Rest, was wir da noch zu liegen haben, den holen wir jetzt mal. Dann brauchen wir nicht normal fahren nachher. Ne, habe ich vergessen. Ungünstig, ne? Ja, wir haben diesen Winter im Prinzip nur einmal ganz kurz Schnee gehabt, ne? Jetzt haben wir trockenen Frost. Trockener Frost ist nicht so gut. Obwohl die Minusgrade noch betretbar sind. Unter minus 10 Grad mit Frostschäden zu rechnen. Die Pflanzen sind gerne geschützt unter einer Schneedecke, dann ist es nicht ganz so kalt. Und der Schnee ist meist um die leichter Frost, kann man sagen. 0 bis, ja, bis minus 2, 3 der Schnee, aber ohne Schnee. Wenn es zu kalt ist, ist es ungünstig für die Natur. Ja, die Molkerei will ich mir errichten hier. Da schaue ich mal nachher. Denn wir haben nicht genug Milch. Das heißt, ich habe auch Milch in Thüringen. Viel Milch. Wenn ich daran denke, was ich damals verkauft habe an den globalen Markt, wo er noch global war, ist eine Menge. Da hätten wir hier Käse herstellen können ohne Ende. Aber die Milch kommt ja. Die nimmt er jetzt auf. Jups. Dann haben wir hier gleich geputzt. Das fahren wir jetzt zu den Schweinen. Die mögen das ja, ne? So Schweinefutter von der Malzfabrik, denke ich mal. Ausreichend. Brauchen wir nicht kaufen. Und wie gesagt, das Getreide von Thüringen, das Weizen ist da. Weizen ist soweit abgeerntet. Also soweit nicht ganz, aber fast. Restfelder sind dann noch. Zum Livestream will ich da mal das Feld Nummer 42 selber dreschen und nun Abfahrer fahren lassen. Und Feld Nummer 12 lasse ich dann komplett KI machen mit Crossplay und Outdrive. Aber das ist der Plan für kommenden Freitag, ne? Ja, zerren die zu die, ja. Ja, mach ich den auch weiter. Irgendwie, ich weiß nicht. So das Renner ist nicht im, also im LS, also im von der Zuschauerzahl her, ne? Hält sich in Grenzen, ne? Begeisterung ist immer so, ne? Aber ich mach das, ich hab's angefangen. Nimmt er nicht auf. Muss ich ein bisschen anschrägen. Muss ich mal kurz gucken. Das muss ja auch reell so gehen, ne? Füttern wir erstmal. Und da wird nichts. So, nimmt er jetzt auch. Gut. Den hier ist auch. So, 437. So.
Futter, okay, der Nachbarstall. Und deswegen habe ich es auch gemacht, dass jetzt die Schweine am einen Fleck sind. Dann brauchen wir da nicht lange umherscheißen. Ne? Durch die Gegend fahren. Ne? Gegenüber und zack und fertig. So. Nehmen wir auf. Yep. Fahren wir gleich wieder rein. Das Dach und Fach. Die Tore gehen glaube ich nicht zu. Im Winter wird auf Dauer schlecht für die Schweine Durchzug. Die Tiere mögen genauso keinen Durchzug wie der Mensch. Aber die Türen gehen nicht zu. Das ist nur fest. So, da haben wir noch einen Kleinanhänger mit Futter zu stehen. Ich lasse den Strom mal hier stehen. Brauchen wir dann jetzt wieder anfangen, können wir gleich hier Stroh geben und dann fahren wir zurück. Machen wir bei den Kühen in 2 Tagen ansprechen. Ne? Also hier werden alle 2 Tage gefüttert. Und ich hoffe, dass der Kleinanhänger reicht. Und sonst muss ich noch voll machen. Also sicher, sicher. Ne? Da steht er. Müsste mir da den Silo lohnt sich ja im Grunde nicht. Ne? Also, ein bisschen was drinne. Ganz vergessen gehabt. 6000. Na, viel füllen wir es nach. Wir haben ein Lager was drinne. So, machen wir die Innenansicht. Ein bisschen besser. Ein bisschen Gas geben. Und die Folge, das in der Folge noch schaffen. Ne? So. Schweinefutter machen wir da schnell voll. 14.000, hoffen wir mal reicht. Wenn nicht, ja, dann müssen wir nochmal fahren. Ne? So, schnell rüber. Dann müssten wir hier einen kleinen Anhänger nehmen und, also klein, wir haben ja die großen. Dann kurz einen Outdrive-Kurs fahren vom. Das Lager anschließen, also das Lager ist ja angeschlossen. Wir schließen nur einen Kurs an. Ich muss mal gucken, wie die Kurse am Hof verlaufen. Ich möchte an der Möglichkeit nicht viel blockieren, ne, dass sie sich dann irgendwo mal im Wege stehen. Ne? Ungünstig. Ich wüsste auch, ob wir schlachtreife Schweine haben. So, gucken wir mal, was hier reingeht. Gut, das ist gut. Dann reicht das für anderen auch noch. Und da müssen wir auch die Schweine zum Schlachthof fahren. Das muss ja auch noch gemacht werden. Die sollen ja nicht zu fett werden. Beziehungsweise Junge kriegen, ne? So. So, die Schauer, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sag mal tschüss und ciao, ciao. Ja, man sieht sie dann. Vielleicht, wenn ihr wollt und Lust habt, morgen zur selben Zeit, zum selben Ort wieder. Tschüss und schönen Dank fürs Reinschauen. Tschüss.